Und jetzt bei uns eine Gasexplosion in einem Wohnhaus und was Überraschendes dahinter stecken könnte. Da gibt es spannende Entwicklungen. Jetzt in Brisant. Guten Abend zu Brisant. Corona hat so manches überschattet. Auch die Hintergründe zu dieser Explosion. Das war ein Fall, der im Februar große Schlagzeilen gemacht hat, weil ganz dramatisch ein Feuerwehrmann verschüttet wurde und der Mann ist dann verstorben. Und jetzt kommt es zu einer ganz erstaunlichen Wendung, denn möglicherweise war diese Explosion gar kein Unfall, sondern ein ganz gezielter Anschlag. Thema jetzt bei uns, Verfolgungsjagden. Das hätte nämlich schlimm ausgehen können. Über Verfolgungsjagden wird ja immer wieder diskutiert. Wie sinnvoll sind sie als Mittel der Polizei, wenn man doch andere in so einer Situation in Gefahr bringen kann? In diesem Fall ging so eine Verfolgungsjagd nur knapp an einem Kinderspielplatz vorbei. Wenn da ein Kind gelaufen wäre, man würde es sich nicht ausmalen. Ein Bild, das man heute in vielen Parks sieht, ist, drängt Deutschland nach draußen. Und das liegt nicht nur am schönen Wetter, es liegt auch an den versprochenen Lockerungen, die jetzt ja immer stärker kommen sollen. Und doch hören wir heute auch von Orten, an denen diese neuen Bestimmungen eben nicht gelten können. Und von anderen wiederum, die es ganz besonders leicht nehmen. Und natürlich ist auch mancher in Sorge und fragt sich, was heißt das jetzt eigentlich ganz konkret? Wenn sich wieder Familien mit Familien treffen dürften, haben wir dann bald doch wieder steigende Infektionszahlen. So die Gemengelage heute bei uns. Wir haben es gerade gehört, der Sport kommt zurück. Nicht nur die Bundesliga, da können sich die Fans freuen. In einigen Bundesländern sollen tatsächlich, da freuen sich dann auch die Kleinen, auch Fußballplätze wieder aufmachen, wo das genau funktioniert, wo man sich freuen kann, wo es lockerer wird, brisant.de. Aber noch mal zu den gerade erwähnten steigenden Zahlen, die es in manchen Orten gibt und die unterstützen das, was heute ein Mediziner bei uns in der Sendung sagt, der nämlich mit Blick auf die Lockerungen warnt, dass wir es eben doch weiter mit dieser schweren Krankheit zu tun haben. Und er und andere, die das Leid von Patienten erleben, meinen, wir brauchen jetzt mindestens eine bessere Vernetzung und vielleicht muss ja doch diese so oft besprochene Corona-Warn-App her, wenn wir jetzt alle wieder mehr draußen sind. Das geht also weiter. Vergangene Woche wurde ein mysteriöser Fall bekannt. Da ist ein einsames Auto entdeckt worden, so schien es zuerst. Dann fand man aber einen Toten und nun geht diese Geschichte weiter. Dazu mehr jetzt in den Kurznachrichten. Wir kommen jetzt zu etwas, von dem wir dringend abraten, denn so geht es nicht. Wer es braucht und mag vielleicht auch, der kann auch inzwischen auf die Edelvariante von solchen Mund-Nase-Schutzmasken setzen. Haute-Couture-Maske sozusagen. Olivier Mauger ist so etwas wie der Karl Lagerfeld von Baden-Baden. Das sagt er über sich. Seit Jahrzehnten zieht er seiner erlesenen Kundschaft teure Stoffe an. Und jetzt ist natürlich aber auch bei ihm gerade Krise. Und was macht man dann? Masken nähen. Und er hofft nun, dass er da jetzt den Hit gefunden hat für die High Society, nämlich Masken immer passend zum Outfit. Also ich könnte hier jetzt Wildkatze wählen. Passend zum Hut. Der neueste Schick. Wir gucken auf die Prominenz, da interessiert uns die Neue vom Neuer. Manuel Neuer soll nämlich verliebt sein, da freuen wir uns doch mit. Jetzt mehr. Wie man gerade verdammt gute Laune behalten kann, das beweist uns mal wieder Schauspieler Mark Keller. Und zwar mit seinen Söhnen gemeinsam. Wer mal was zum Aufbauen braucht, ein bisschen Spaß zu Hause, da soll man bei denen gucken. Die drehen gerade so lustige Videos, ja, manchmal auch im Morgenmantel. Mut zur Farbe und bunten Mustern. Und haben gemeinsam sehr, sehr viel Spaß. Die Videos gibt es bei Social Media und sind ein Riesenhit. Und nebenbei ist der Papa jetzt gerade 55 geworden. Das glaubt ihm eh keiner, so wahnsinnig fit wie er ist. Also es gibt viele Gründe, unbedingt mal Hallo zu sagen bei den Kellers zu Hause. Ja, wir hatten viel Spaß beim Gucken. So, wir haben jetzt noch einen Kracher und zwar Romeo Beckham. Das ist einer aus diesem berühmten Beckham-Clan, eines der Kinder. Und der ist Riesenfan von seinem Patenonkel. Dieser Patenonkel ist der berühmte Elton John. Und jetzt hat er einen süßen Gruß geschickt an seinen Onkel. Ein Fotogruß. Schau mal, ich sehe nämlich aus wie du. Mit Elton John Gedächtnisbrille. Wie hübsch. Ja, machen wir kurz einen Fotovergleich, ob es stimmt. Genau, das ist der Onkel mit Originalbrille. Wir haben noch mehr Promis aus dem Netz. Jetzt. Um
Filme soll es jetzt gehen. Normales Kino ist ja nun leider immer noch nicht so schade, weil so viele Filme ja gerade flach fallen. Aber hier ist die Chance. Das Autokino, das ist gerade tatsächlich wieder der Renner. Ist irgendwie so ein bisschen Retro, ja, auch sehr amerikanisch, aber eben auch total gemütlich. Man sitzt da mit beschlagenen Scheiben, kann kuscheln, knutschen, Popcorn essen. Und wir schauen mal rein, was da gerade angesagt ist. Autokino 2020. Noch mal großes Kino, nämlich die Amigos. Die sind mal wieder der beste Beweis, dass man im Partnerlook auch heute noch ganz weit vorn liegen kann. Die beiden sind nämlich so erfolgreich, dass sie wie die Queen jetzt ihre eigene Briefmarke bekommen. Wow. Ist das nicht? Die kenne ich doch aus dem Fernsehen. Klar, kennen Sie die. Das hier ist Ina Paule Kling. Die macht Fernsehen seit gefühlt immer schon, seit ihrer Kindheit, ist nebenbei eine absolut coole Sängerin, schwer sympathisch. Und heute Abend ist sie zu sehen im Zürich-Krimi. Und noch viel besser, jetzt ist sie zu sehen hier bei uns. Unbedingt. Und der heißt Borchert und der Tote am See und kommt um 20.30 Uhr hier im Ersten. Und wir sind morgen gern wieder da. 17.15 Uhr legen wir los und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.